Ja, meine Runden. Gut. Okay, dann ich. Da hinten mal noch was. Mein Hals, der nervt gerade etwas. Der juckt die ganze Zeit beim Reden. Ist anstrengend. Ach ja. Dann wollen wir das auch mal mitnehmen. Und da hinten, da ist noch was Schönes. Drei Sachen gleich. Krass. Also hier war wirklich was los gewesen. Also wirklich, spielen fällt mir leicht, reden fällt mir schwer. Ich hoffe, dieses Kratzen mal hört jetzt auf. So. Drei auf einen Streich und ich habe nur 17%. Es ist ordentlich was. Laut den Prozenten. So, nimm auch mit. Was haben wir hier? Okay. Eine Spinne haben wir. Ehrlich jetzt? Hier sind so viele Autos. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. So, einmal mitnehmen. Ja, heute spiele ich um 19 Uhr, so um die Dreh. 19 Uhr, jetzt 19:38 Uhr. Mach ich in der Regel nicht, weil um die Uhrzeit immer Star Trek Voyager kommt und das schaue ich mir natürlich mal an. Ich als Trekkie-Fan. Ah, da ist auch noch ein Auto. Da ist noch eine Kiste. Da ist auch noch etwas. Also nicht schlecht. Was haben wir da? Jetzt sind bestimmt nur wieder ein paar Wertsachen drin. Ne? Wir nehmen am besten mal das Auto noch da hinten mit. Das sind wir wahrscheinlich sowieso voll. Und dann müssen wir dann mal zurückfahren. So, oder schwimmen. Na? Mensch. Komponenten und Waffenteile. Jetzt gehe ich mal dahin. Jetzt gehe ich mal raus. Was können wir gar nicht gebrauchen? Ja. Und hier. Obwohl Teppich. Vielleicht ist das ein anderer Teppich. Ja, bisher konnte man die nie verkaufen, richtig. So. Dann nehmen wir die mal mit. Stopp. Ja. Oh, und dann gehen wir aus dem Boot hoch. Ich habe glücklicherweise diesmal nicht so weit weggeparkt. Vor meinem Hustenanfall gerade eben. So. Ach ja. Ich habe mir heute ein richtig schönes Mittagessen gemacht. Ein richtig fettes, leckeres. Jetzt kriege ich ja langsam mal was runter. Und ich habe mir Speck angebraten. Erst mache ich mir Mozzarella-Käse. Dann musste ja weg und so weiter. Ein paar in Scheiben geschnitten. Tomaten in Scheiben geschnitten. Auf dem Teller verteilt. Schön mit Pfeffer und Salz ein bisschen.
Jetzt habe ich mir Speck angebraten, das da drauf gelegt, zwei Spiegeleier gemacht, das auch drauf gelegt und ja. Und dann habe ich ein schönes Mittagessen gehabt. Ah, oh, das war lecker. Schon lange nicht mehr so ein dekadentes, fettes Essen gehabt. So, jetzt. Das hat wirklich gut getan heute. So. Ja, ich werde das mal die Kisten wieder vollhauen. Wenn meine Nase gerade mitspielt, ich wollte gerade was sagen. Und habe gerade meine Nase gerade gesagt, stopp hier, nee, du kannst gerade nicht reden. Scheiße, ey. So. Dann haben wir mal das Boot wieder leer. Da ist ja wirklich einiges im Bürgerzentrum, weil ich damit manchmal nicht mit gerechnet habe. Vor allem Benzin ist da unten. Und Waffen. Ja, wie die Polizeiautos. 3 Liter haben wir noch im Tank, aber wir haben noch 20 Liter im Boot. Daran soll es ja nicht liegen. So, wie sieht es hier aus? Ja, füllen wir mal die Lücken wieder auf hier. Die wunderbaren Lücken. Und jetzt sind wir wieder leer. Und los geht's. Gut, wir wissen jetzt ungefähr in welche Richtung. Da brauche ich die Karte ja nicht mehr. Da, wo der Turm noch so ein bisschen aus dem Wasser rausschaut. Genau, die Richtung. Halt mal wieder neben dem Turm und dann sind wir eigentlich ganz, stehen wir eigentlich ganz gut. Drei Liter habe ich noch, 20 Liter sind im Tank, sind im Reserve. Passt. Die Frage ist, komme ich da auf den Turm drauf? Alter, hör auf zu zappeln. Hier kann man auch nicht rein. Aber wir kommen jetzt hier runter. Und da ist auch schon das nächste. Und das und wieder das nächste. Also hier ist ja überall was. Was sind die zwei Kisten hier? Kann man ja wieder mitnehmen. Hier ist überall was. Kann man den auch? Oh, cool, wir können den Traktor auseinandernehmen. Das ist ja mal schön. Das gefällt mir ja mal. Ja, mal wieder ein bisschen Chemie. Hier unten noch irgendetwas verteilt. Nee. Aber hier ist noch was. Egal, wo man hier hinkommt, hier steht überall irgendwo was.